Hallo, heute stelle ich euch von der Firma Wenkung den Secura Premium Fußschimmel vor für die Dusche, Badewanne. Entweder benutzbar in der Badewanne oder in der Dusche oder auch vor der Badewanne und vor der Dusche. Belastbar ist er bis 130 Kilogramm. Ist sogar TÜV geprüft. Der Sicherheit auf den Schemel gibt es 10 Jahre Garantie. Die Maße sind 46,5 cm mal 36 mal 20 cm. Designt in Deutschland. Hat Anti-Rutschfüße. Und eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Die Montageanleitung besteht eigentlich nur hier aus diesen Zeichnungen auf der ersten Seite. Einfach nur die Füße zusammenstecken und schon ist der Hocker oder Schemel fertig. Hier haben wir die Sicherheitshinweise, wo dieser Schemel einzusetzen ist und auf was zu achten ist in der täglichen Benutzung. Finde ich persönlich sehr gut gemacht. Zehn Jahre Garantie gibt es auf den Bartschemel. Von der Firma Benko. Dann bauen wir ihn mal zusammen. Schauen wir uns mal die Füße an. Die sind leider teilweise etwas nicht so gründlich verarbeitet. Hier sieht man Klebereste, teilweise auch Reste. Vor der Gummierung könnte alles für den Preis etwas sauberer verarbeitet sein. Hier schauen wir mal ins Innere. Hier haben wir einen Federmechanismus. Also reinstecken, bis die Federung reinklickt. Ich habe hier bei einem Bein schon das Problem, dass der Federmechanismus nicht richtig funktioniert und eben der Befestigungsknopf nicht rauskommt. Er sollte normalerweise so aussehen wie hier. Einfach reinschieben, dann kommt hier dieser Befestigungsknopf raus und hier bleibt er einfach drinnen. Schauen wir uns nochmal die Unterseite an des Bartschemels. Wie man hier schon sieht, halt wieder mal unsauber verarbeitet. Aber eben TÜV geprüfte Sicherheit. Darauf muss ich vertrauen als Kunde und Käufer. Schauen wir uns die Trittoberfläche an, die bis zu 130 Kilogramm belastbar ist. Soll rutschfest sein. Allerdings stört mich hier etwas seitlich die ganz normale glatte Fläche. Auch zum Tragen finde ich, müsste hier dieses kleine Loch leider etwas größer sein, dass man hier praktisch die Hand reinbringt zum Tragen. Hier, ich kriege nur nicht mal zwei Finger rein und muss praktisch den Schemel seitlich mit den Händen tragen. Hier sehen wir nun den zusammengebauten Bartschemel. Also ich wiege 87 Kilo und der Schemel trägt mich
ohne einzubrechen. Allerdings finde ich eben, ist die rutschhemmende Fläche etwas klein. Ich hätte mir gewünscht, dass rundherum diese Anti-Rutschhaftung wäre. Hier haben wir eben den Bartschiebel in seiner Eigenschaft zum Einsteigen in die Badewanne. Was ist zu beachten? Man braucht natürlich hier an der Außenseite ebenfalls noch eine rutschfeste Badematte. Das große Problem ist eben hier die Traglichkeit dieses Schemels, weil man hier nicht die volle Hand nehmen kann als Tragegriff. Finde ich persönlich sehr schade. Da hätte man als Hersteller etwas besser machen müssen und sollte man auch dringend verbessern. Hier ist nun der Schemel in meiner Badewanne. Quer kann man den Schemel in der Badewanne kaum benutzen. Hier hat er deutlich viel Spielraum, ist nur an den Kanten fest. Also sollte man ihn längs benutzen, weil meine Badewanne ist ansonsten für die Breite zu klein dafür. Aber hier ist er fest und rutschfest. Hier sehen wir nun mal den Schemel unterm Einsatz mit Wasser. Er hat einen abperlenden Effekt. Alles steuert eben in dieses Loch. Mein Fazit zum Venco Bartschemel ist, die Verarbeitungsqualität müsste etwas verbessert werden. Er hat TÜV-geprüfte Sicherheit. Aber ansonsten hat er praktisch Luft nach oben. Hier eben würde ich persönlich lieber haben, dass man hier die ganze Hand reinbringt, um ihn besser tragen zu können. Ansonsten muss ich praktisch die links und rechts außen die Hände nehmen. Da wäre praktisch hier, wenn man hier eine Handbreit hätte, ein Tragegriff ideal. Vielleicht beachtet das der Hersteller für die Zukunft. Auch eben die Füße passen nur drei Stück perfekt, der andere Fuß eben gar nicht. Der rastet nicht richtig ein. Von mir deshalb nur gute 4 Sterne, weil er eben sehr großes Verbesserungspotenzial hat.